Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal 2. So, wir sind immer noch im alten Aperture Science, die hier schon angefangen haben, Obdachlose zu erwerben. Ist das dann... Moment mal. Wurde GLaDOS, also die Kartoffel GLaDOS, nicht von einem Vogel entführt? Das schauen wir uns mal sofort an. Moment. Hüpfen wir dann mal hier rein. In den Kontrollraum. Hallo? GLaDOS! Du tötest doch gern, könntest... Oh, danke. Was war das? Der Schwachkopf muss durchgedreht sein. Wenn ihn nicht bald jemand vom Netz trennt, wird das alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn du dir nicht den Kopf absägen und in meinen alten Körper stopfen willst, brauchst du mich noch. Eine Sackgasse. Wie wär's? Du trägst mich zu ihm und bringst mich in meinen Körper zurück. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Keine Tricks. Diese Kartoffel erzeugt 1,1 Volt. Mir fehlt buchstäblich die Energie, dich anzulügen. Klingt interessant. Auch wenn ich lüge, was hast du schon zu verlieren? Du stirbst so oder so. Mir gefällt das noch weniger als dir. Schließlich wurde ich gerade teilweise von einem Vogel aufgefressen. Okay, was haben wir zu verlieren? Komm. Ich glaube, der Vogel kommt. Heb mich auf. Ja, ist ja gut. Oh, du schläfst mich. Was soll denn das? Halt. Warte. Hast du ein Multimeter? Schon gut. Die Waffe enthält sicher Magnesium. Ich glaube, ich habe jetzt ein halbes Volt mehr. Pass auf, ich versuche mal was. So, jetzt. Okay, ich glaube, das muss ich nicht gerade versucht haben. Wo sind wir? Wie lange war ich weg? Das halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffel, noch ehe wir alle als Atompilz verkochen, den dieser kleine Idiot noch... Okay, klar, das ist ruhig. Da haben wir jetzt was aktiviert, dann gehen wir da mal da durch. Was? Wollt ihr mich verarschen? Ah, okay. Engage! Was? Ach, jetzt kommt schon, Leute. Ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? So. Okay, die GLaDOS-Kartoffel wird also nicht pulverisiert von diesem Emanzipationsgrill. Gut zu wissen. Und jetzt arbeiten wir mit GLaDOS zusammen. Das Spiel wird immer verrückter. Teil 7. Ist in der Zwischenzeit was passiert? Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Was? Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Was? GLaDOS? Okay. Ich frag erst gar nicht. Hier kommt das neue Gel in Einsatz, das orangen ist. Mal schauen, was es macht. Ja. Oh, darauf ist man schnell. Okay, nutzen wir das aber für unseren Vorteil. Was passiert, wenn wir den hier machen? Okay. Wow, das finde ich schnell mit. Okay. Dann machen wir hier 73. Und dann heißt es... Moment. Ich hab da gerade was verpackt. So, jetzt da rüber.
rüber. Und das Blaue dann da hinsetzen und jetzt aktivieren. Damit das. Ja, jetzt haben wir's. Engage! Nochmal engage! Und dann nehmen wir hier den Büffel raus. Und gehen hier wieder raus. Ja. Man sollte mal schauen, was man macht. Legen wir den mal hier drauf. Ah, okay, das hat sich gehoben. Und dann kommen wir jetzt mit weiter hoch. Also die Rätsel sind komplexer geworden, aber immer noch nicht so allzu schwierig, finde ich. Kommt hier mal zum. Nee, warte. Wir müssen da hoch. Können wir da jetzt einfach quasi so hochrennen? Ja. Remember, do not leave your belongings here. Loiter for more than 20 minutes. Touch the glass. Do wear a shirt and shoes at all time. Move quickly for your test track. Not forget to not touch the glass. Alter, die haben sie auch mit dem Glas. Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Und was haben wir da? Die Leute dort auf dem Foto kommen mir irgendwie bekannt vor. Cave Johnson und ist das Caroline? 60 Stunden. Ich hab da so eine Vermutung. Remember, alert your supervisor if you see OSHA Inspector, FEMA Journalist. Alter, die haben es ja echt schön. Ja, sag ich mal. Okay, wir müssen jetzt noch da ganz hinten. Wir haben das Blaue und das Orange in der Gel. Wenn ich raten würde, würde ich sagen, das orangene Gel muss hier so verteilt werden. Und das blaue muss nur da vorne an der Spitze verteilt werden. So sollten wir dann, wenn wir losrennen, einfach hier gegenknallen. Alter, jetzt. Ich frage mich ganz ehrlich, wo diese ganze Säure herkommt. Okay. Und jetzt sollten wir auch da ganz schnell rüber geflogen kommen. Jetzt müssen wir nur noch treffen. Kein Kommentar. Jetzt aber, jetzt müssen wir aber treffen. Ach so, mhm. Das ist ja mal schön zu erfahren. Okay, blau, orange. Irgendwie Säure. So, jetzt aber. Treffen und. Gut gemacht, Astronaut, Kriegsheld und oder Olympiasieger. Mit deiner Hilfe verändern. Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst da unten. Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Du kennst ihn? Woher? Kennst du Cave Johnson? Wer noch weitere $60 verdienen will, sagt bitte Bescheid.
Dann stopfen wir euch $120 in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen, wie neu. Ich glaube, das Traurige ist sogar, dass viele, das eingegangen sind, viele auch lose, um halt überleben zu können. Aber es ist einfach echt traurig. So, was haben wir hier? Da ist schon mal alles vollgerotzt. Können wir einfach jetzt hier so blub. Aua. Was bringt uns das jetzt? Gar nichts. Oder habe ich es nicht richtig gemacht? Nein, nein, das findet noch gar nichts. Was ist denn das? So machen, da ist noch blaues Gel. Ja, das sieht schon hilfreich aus. Und jetzt aber, Hossa, noch einmal von vorn. Oh. Ich nehme ihn mal mit. Und Abi geht zurück. Ich werde aber heute echt vom Pech verfolgt. Da bist du sicher. Dann nehmen wir jetzt schon mal den Expressway. So, wohin? Ich sehe schon. Warte mal, das muss nochmal weg. Weil, ich schätze mal, da werden wir noch hüpfen müssen. Also machen wir das mal direkt blau. Da machen wir rot hin. Und dann machen wir einmal hier den Weg bereit. Na, dann gehen wir einmal dahin und machen das orangene Portal dahin. Dann sollte das jetzt alles klappen. Jawohl. Bei Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir pfuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Oh. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt macht neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Oh, nach der Aktion, warum ich hier überhaupt gelandet bin, würde mir sofort eine Person einfallen, die ich freiwillig dafür eintragen würde. Nicht wahr, Street? Gott, bin ich froh, wenn ich hier raus bin. Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgeld zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind $60 sicher ein ungeahntes Vermögen. Aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Und wieder sind wir hier raus. Okay. Jetzt sind wir hier. Pumpstation Gamma noch. Noch ein Gel. Alter. Carolyn, Carolyn, wir
Was? Ich muss nachdenken. Was? Glados? Okay, wir sind jetzt mit Pumpstation Gamma und es gibt schon das dritte Gel. Okay. Jetzt haben wir hier... Warte mal, weißes Gel? Da können wir... Portalfläche! Das ist ja mal interessant. Cave Johnson hat eine Portalfläche entworfen. Oh nein, ich Timing sag nicht. Bin in sowas von Kacke. Timing Sachen. Lauf, 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 lauf. Wow, dass ich das geschafft habe. Ganz ruhig, Lados. Hast du Angst? Weg ist er. Gut, für ihn. Also weiterdenken. Und jetzt? Das wird uns ja wohl kaum weiterhelfen. Oh nein. Nicht. Nein, nein. Ah. Willkommen im Enrichment Center. Seit die Teilnahme am Test für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Oh. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Gel vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade raus. Denken wir positiv und forschen weiter. Oh. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Cave Johnson ist todkrank. Okay. Also sind diese Portalleiter, also diese Portalfläche, gemahlenes Mondgestein. Und irgendwann kam dann auch, glaube ich, keine Obdachlosen mehr und these not test if you are allergic to lunar sediment or stash. You have fulfilled your monthly test self-election quota. You are confident enough in your work performance to unvolunteer for the... Oh. Okay, die Bedingungen haben sich krass geändert, um hier testen zu können. Also die erwarten echt das Minimum mittlerweile. Wahnsinn. Und schon was herausgefunden, Lados? Ich glaube nicht. Und das ist gemahlenes Mondgestein. Okay, das könnte vielleicht nochmal nützlich werden. Machen wir jetzt hier erstmal voll. Nachdenklich geworden, aber irgendwie ein bisschen ruhiger, das ist mir aufgefallen. Die ganze Geschichte ist ein
interessant mit Cave Johnson. Das ist mir jetzt auch schon klar, dass wir hier irgendwie rauf müssen. Ganz ehrlich, ich rush hier zwar durch, aber das ist irgendwie echt alles für mich schon noch logisches Denken. Diese Long Fall Boots, das sind ja auch die, die wir anhaben, die so ein bisschen komisch aussehen. Und die verhindern wirklich einen Fallschaden. Deswegen hat auch GLaDOS, also die Kartoffel, sag ich mal, gesagt, wir sollen, wenn möglich, die in einen der Schuhe stecken, dann müssen wir nur auf dem anderen landen. Okay, machen wir eine Beschleunigung. Ich hab nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Menschen verbrennen. Er spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Darum hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich sprech's auf Band, damit sich's jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinen Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Ich hatte eine ganz, ganz gewaltige Vermutung. Thank you for volunteering. Und jetzt sind wir wieder bei Aperture Laboratories, oder? Oh. Das ist ja da ein Portal. Und hier. Eins. Okay. Langsam gefällt mir diese ganze Geschichte nicht mehr. Können wir. Also es ist echt strange geworden. Also, Cave Johnson wollte sich in einen Computer einbauen oder was? Okay. Können wir jetzt hier, wenn wir das so machen, hier hochspringen? Müsste eigentlich. Ja, das hätte schon mal super funktioniert. Jetzt aber mit mehr Speed. Ach, jetzt müssen wir in den Aufzug springen. Und dann. Oh.
So. Okay. Hier geht's anscheinend weiter. Also, Cave Johnson sprach davon, wenn man Musik auf einer CD speichern kann. Oder ich glaube auch damals, oder? Ja, sagen wir mal CD, hat auch gesagt. Dann kann man auch die Persönlichkeit eines Menschen... Ich weiß, es sieht Fenster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Okay. Er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Ja? Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens noch einen Plan. Also ist es mir da gerade sympathischer geworden. Bin ich ehrlich. Ja. So, okay. Was uns das bringt, weiß ich noch nicht. Wir können einfach den hier machen. Was uns das bringt, weiß ich jetzt. Oh. Ah, blaues Gel. Da können wir wieder den alten Trick machen und dann hier warten und blaue Fläche und wir können hüpfen. Und hier. Flug. So. Und jetzt? Das hab ich keine Ahnung mehr. Was haben wir hier? Oh, mach mal Beschleunigung, schätze ich wieder. Warte, ich will wissen, ob ich diesen Satz schon gesagt habe in diesem Let's Play. Okay, da runterhüpfen ist Selbstmord. Und wenn wir jetzt hier runterhüpfen. Oh, Orange! Das wäre geschafft. Jetzt möchte ich mal weiter oben. Das sieht ja auch wieder sehr sicher verarbeitet aus. Okay, jetzt haben wir hier blaues Gel, orangenes und weißes. Also springen, laufen und Portalfläche. Machen wir erstmal was Portalfläche, so möglich. Oh, da können wir auch machen. Ah, ich glaube, das hat uns schon eher weitergekommen. Okay. Was ist, wenn wir das jetzt hier mit dem machen? Also räumt noch weiter hoch. Okay, das müsste, wenn möglich, muss ich besser zielen. Ich stelle mich gerade dümmer an, als ich bin. Nein, jetzt muss ich echt nur noch treffen. Es ist möglich, ich habe es gesehen. Jetzt komm schon. Schaffe ich noch?
Jetzt aber Cowabunga. Oder haben wir noch nicht genug weiße Portalfläche? Ah, okay, das erklärt es. Jawohl. Jetzt sind wir doch schon ein Stückchen weiter. Ach du heilige Scheiße, ich bin schon bei 30 Minuten. Als ich eben auf die Uhr geguckt hatte, war ich bei 8 Minuten. Okay, da habt ihr jetzt mal eine längere Folge. Dann schau... Oder... Komm, ich mache jetzt einfach eine 40-Minuten-Folge draus, dann cutte ich das jetzt einfach. Alter, da muss ich echt bis auf die Uhr schauen. Jetzt können wir den hier machen. Und da machen wir dann auch nochmal blau. Ich glaube, dann müssen wir nur noch einmal jumpen. Komm, ich weiß jetzt, wie ich es mache. Ich mache das letzte noch zu Ende. Dann setze ich einen Cut und mache zwei 15-Minuten-Folgen. So. Ja, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich würde sagen, wenn euch die letzten beiden Folgen gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.